Highway TV, Ihr Infotainment aus Kapfenberg, Bruck und Leoben, heute mit diesen Themen. Seniorentage in Kapfenberg, Citybus-Übergabe der MVG in Baschlug, Highlights der Sportgala Leoben, Pressekonferenz der ÖVP Bruck, Heinz-Christian Strache auf Wahlkampftour in der Obersteiermark, Jürgen Klösch von der KPÖ Bruck im Interview, Besichtigung der Porubski-Halle Leoben, Vorstellung der Klimamodellregion Mürztal und im Rockblock heute Witch Rider. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Highway TV. Sie sind jedes Jahr ein Highlight bei den Seniorinnen und Senioren. Die Kapfenberger Seniorentage im Hotel Böhlerstern. Eine Veranstaltung mit Tradition, die heuer bereits zum 53. Mal stattfindet. Zu einem geselligen Nachmittag unter Freunden hat die Stadtgemeinde Kapfenberg auch heuer wieder alle Seniorinnen und Senioren ins altehrwürdige Hotel Böhlerstern geladen. Seit den 60er Jahren sind die Seniorentage mittlerweile zu einer lieben Tradition geworden. Ist es ganz sicher, weil es sind die 53. Seniorentage heuer. Es ist unglaublich. Und wir haben jedes Jahr einen sehr guten Besuch, weil wir die Senioren auch dazu einladen. Und Gott sei Dank nehmen die Seniorinnen und Senioren diese Einladung auch gerne an. Auch für Monika Vukelic-Auer sind die Seniorentage Jahr für Jahr etwas ganz Besonderes. Ist sie doch bereits seit 1994 an vorderster Front mit dabei. Ich habe ganz viel erlebt in diesen 20 Jahren. Es war so, wir hatten so viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler hier, ganz bekannte Bands aus Fernsehen und Radio, ganz super Moderatoren. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte all diese Menschen ansonsten nie kennengelernt. An zwei Nachmittagen wartete auf die Senioren im Hotel Böhlerstern ein buntes Programm mit gutem Essen und guter Unterhaltung. Udo Wenders hatte mit seinem Kärntner Schmäh die Lacher auf seiner Seite. Er moderierte nicht nur die Veranstaltung, sondern stimmte mit der Gruppe Sternenstaub auch das eine oder andere Lied an. Erstmals sind heuer bei den Seniorentagen auch die Paschluger mit von der Partie. Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Seniorentage feiern, die 53. Seniorentage, und dass auch Bewohnerinnen und Bewohner aus Paschlug dabei sind. Das bereichert das Ganze. Ich glaube auch, dass sie sich wohlfühlen werden, und so wie sich die Kapfenbergerinnen und Kapfenberger seit Jahrzehnten eigentlich sehr wohlfühlen hier. Einen wahren Ohrenschmaus bot an diesem Nachmittag auch der 11-jährige Florian Mitteregger. Er brachte mit seiner steirischen Harmonika gehörig Schwung in den Festsaal. Sein größter Wunsch ist es, sein großes Vorbild Herbert Pixner einmal zu treffen. Ja, und dieser Wunsch soll dem jungen Musiker auch erfüllt werden. Der Udo Wenders und ich haben es da ausgemacht mit Handschlag. Wir werden ihm diesen Wunsch im Laufe des heutigen Jahres erfüllen. Ich bin überzeugt, es gelingt uns. Nachdem ich den Florian kenne, die Mama kenne, die Großeltern kenne und den Papa auch, wird es uns gelingen, einen Termin zu finden. Die Seniorinnen und Senioren sind sich jedenfalls einig. Diese Veranstaltung ist einfach spitze. Ja, es war lustig, es ist schön, es gefällt mir. Der ganze Zusammenkunft, da kannst du mit den Leuten austauschen. Das ist wichtig. Dass wir die alten Leute was machen. Dass man wieder Leute trifft, die man schon zig Jahre nicht mehr gesehen hat, man gute Verbindung gehabt hat. Also ich finde es ganz toll, dass die älteren Menschen sich untereinander wieder sehen, dass Kontakte knüpfen, und also ich finde es toll. Spitze. Bei einem gemütlichen Zusammensein in Paschlug stellte die MVG die Erweiterung ihres Liniennetzes vor. Dazu gab es auch zwei neue Kleinbusse und Informatives zur Jahreskarte. Zwei neue Busse, eine neue Citybuslinie und ein optimierter Fahrplan bieten der Paschluger Bevölkerung künftig eine noch bessere öffentliche Verkehrsanbindung. Die neuen Busse sind startklar. Nun wartet man noch auf die Freigabe des Landes Steiermark. Und dann rollen die MVG-Busse im Halbstundentakt nach und durch Baschlug.
Heute ist sicher ein sehr erfreulicher Tag für die Paschlugerinnen und Paschluger, aber auch die MVG freut sich. Die Stadtgemeinde Kapfenberg beauftragt einen neuen Citybusverkehr von Schirmitzbühl durch Paschlug durch und dann über die Bichlacker-Siedlung und Teuchendorf wieder am Schirmitzbühl hinauf. Das heißt, der Fahrplan wird sehr verdichtet. Wir haben in Zukunft mehr oder weniger einen Halbstundentakt von Kapfenberg nach Paschlug. Das ist schon einmal sehr erfreulich. Aber es werden auch zwei neue Fahrzeuge heute übergeben, zwei neue Citybusse, die besonders fahrgastfreundlich sind. Und wir glauben, dass wir in Zukunft den Paschlugerinnen und Paschlugern wirklich das perfekte Verkehrsangebot anbieten können. Für eine optimale Verkehrsanbindung von und nach Paschlug für die neue Citybus-Linie wurden zum bereits bestehenden Linienverkehr eigens zwei neue Kleinbusse angeschafft, die im Rahmen eines Festaktes feierlich präsentiert und übergeben wurden. Bustechnisch sind wir heute in der besonderen glücklichen Lage, dass wir zwei Busse übergeben können, einen Citybus und einen Kleinbus. Beide werden quasi für diese Linienführung dann in Paschlug eingesetzt werden. Das heißt, wir fahren dann auch in die Ortsteile rein, die bisher natürlich nicht an der Strecke gelegen sind. Ein großer Vorteil für die Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, und für uns eine Freude, dass wir etwas, was wir versprochen haben, jetzt auch schon so schnell und kurz danach realisieren können. Gemeinsam mit der Bevölkerung wurde für den neuen Kapfenberger Stadtteil Paschlug ein idealer Fahrplan erstellt und somit innerhalb kürzester Zeit ein gut vernetztes Kapfenberger Verkehrsprojekt erfolgreich umgesetzt. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, die Paschluger verdienen sich eine Buslinie. Wir werden das ermöglichen und heute ist es soweit. Es ist wichtig für die Bevölkerung in diesem Ortsteil, dass eine gute Verbindung ins Zentrum besteht. Wir haben selber kein Fahrzeug und da sind wir angewiesen auf den Verkehrsweg da bei uns. Ne? Gute Sache, nicht für ältere Leute auf jeden Fall. Gell? Ich bin Pensionist, nicht? Jetzt geht es super. Kann alle Stunden heimfahren dann. Das reicht. Nicht? Ideal. Ideal, ja. Ich komme von Bruck nach Paschlug rein zum Braum und da fahre ich das endlichst mal mit dem Bus. Also ist recht günstiger dann. Günstiger? Ja, denn mit der Erweiterung des Liniennetzes nach Paschlug bietet man der Bevölkerung nicht nur eine bessere Verkehrsanbindung, sondern belohnt sie auch noch für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Die Verbundlinien verlangen für Jahreskarten für diesen Tarif, den wir hier haben, 399 Euro. Wir fördern 100 Euro dazu für eine bestimmte Personengruppe, vor allem kommt es den Seniorinnen und Senioren zugute. Und das gilt jetzt auch schon für die Gemeinde Paschlug und für die Bürgerinnen und Bürger der alten Gemeinde Paschlug seit 1. Jänner. Also ein Vorteil für alle, die die öffentlichen Verkehrsmittel und damit die MVG benutzen. Kapfenberger und Paschluger Senioren, Aktivkartbezieher, Zivilinvaliden, Präsenz- und Zivildiener erhalten nämlich eine vergünstigte Jahreskarte im Liniennetz der MVG. Die Jahreskarte gilt für beliebig viele Fahrten in der gekauften Tarifzone. Die Gültigkeitsdauer der Jahreskarte kann dabei frei gewählt werden. Sie ist somit die günstigste Verbundkarte und rentiert sich speziell für Vielfahrer. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. Ich wohne in Schirmitzbühl, gehe nach Bruck, ich fahre dann nach Bruck, weil da die Therapie machen muss. Ich fahre viermal mindestens mit dem Bus alle Tag. Die ersparten 100 Euro können dann, je nach Belieben, anderweitig investiert werden. Mit 100 Euro kannst du schon was anderes auch kaufen. Oder ich mache mir jetzt eine schöne Reise oder irgendwo. Ich fahre nach Graz mit dem Zug und verplemper das Geld. Na dann, viel Vergnügen und gute Fahrt. Ich bin Bürgermeister mit Herz und Seele, aber auch mit Hirn, bin leidenschaftlich Kapfenberger. Kapfenberg ist eine liebenswerte Stadt geworden, sie ist bunter geworden. Wir haben natürlich auch, was das Freizeitangebot, Sportangebot betrifft, einiges in den letzten Jahren noch dazu gemacht. Und die Kultur spielt auch eine große Rolle. Das heißt, Kapfenberg, eine lebenswerte Stadt. Kapfenberg ist der Motor der Obersteiermark. Kapfenberg hat hohe Beschäftigung, hat eine geringe Arbeitslosigkeit. Wenn man mich wählt, hat man die Garantie, dass man Stabilität in dieser Stadt hat, Kontinuität in dieser Stadt hat und dass man immer diese Weiterentwicklung vorfindet. Und es gibt ja noch einige Dinge, die sich in diesem Good Morning Kapfenberg, unsere Stadt, viel schöner werden befinden. Dann ist es eine ständige Aufgabe, das Schönerwerden oder Schönsein zu halten. Aber es gibt ein neues Projekt, das wir
jetzt dem Good Morning Kapfenberg zuführen. Und dieses Projekt betrifft vor allem die Innenstadt. Da geht es um Meisterbetriebe finden Innenstadt. So könnte dieser neue Slogan lauten. Wir wollen also mit einer sehr gut durchdachten strategischen Maßnahme verschiedene Arten von Handwerksbetrieben hier in unser Leerflächenmanagement einbinden. Denn bei mir geht es nicht darum, dass ich irgendeinen Ansatz nur biete, sondern ich führe etwas zu Ende. Und erst dann bin ich froh und glücklich, wenn ich sagen kann, das haben wir auch geschafft. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, jeder Mensch, der hierher zieht nach Kapfenberg, muss auch hier wohnen. Das bedeutet, leistbarer Wohnbau in schöner Umgebung ist eine besondere Aufgabe für die Zukunft. Wir sind eine der ganz wenigen Städte Österreichs, die noch eine eigene Stadtpolizei haben. Die sichere Stadt ist etwas, was wir nicht nur propagieren, die sichere Stadt ist etwas, was wir auch leben. Kapfenberg ist der Motor der Obersteiermark. Also ich bin schon leidenschaftlich ein Kapfenberger. Energieberatung, E-Mobilität, Redzack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr. Lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Kandidiert im Druck- und Zuschlag in 19 Gemeinden. Alles Kandidatinnen und Kandidaten mit viel Herz und Verstand, dem man wirklich vertrauen kann. Die Highlights der Sportgala in Leoben eröffnen unsere Rubrik Die Region im Fokus und danach gibt's wieder Wahlkampf auf Highway TV. ÖVP, FPÖ und KPÖ geben sich ein Stell-Dich-Ein. Leoben ist Kulturstadt, Leoben ist Montanstadt und Leoben ist durchaus auch Sportstadt. Davon überzeugen konnte man sich bei der 29. Leobner Sportgala, bei der in einem festlichen Rahmen in der Sporthalle 203 heimische Sportlerinnen und Sportler für ihre herausragenden Leistungen auf Landes- und Bundesebene und internationaler Ebene entsprechend gewürdigt wurden. Wir führen die Sportgala im Zweijahresrhythmus durch. Wir wenden ungefähr 30.000 Euro auf für diesen würdigen Rahmen und es werden Jugendliche geehrt, Senioren und natürlich die aktiv im Sportlerleben stehen, aber auch Funktionäre. Und ich glaube, das ist eine große Sportlerinnen- und Sportlerfamilie, die sich hier sehr wohlfühlt und die Stadt Leoben erweist ihnen sozusagen die Ehre und bedankt sich für die Leistungen, die sie erbracht haben. Sportliche Höchstleistungen haben nicht nur die von der Stadt Leoben ausgezeichneten Sportler erbracht, sondern auch die Sportlerinnen und Sportler, die an diesem Abend für das Rahmenprogramm gesorgt haben. Herausragende Leistungen am Trampolin und außergewöhnliche akrobatische Darbietungen sorgten bei den Gästen für Staunen. Von Breiten- bis Spitzensport. Die sportliche Vielfalt in Leoben, ja, die ist groß. Insgesamt werden 203 Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet und 8 Funktionäre, die sich über die Jahre, über Jahrzehnte sich im Leobener Sportgeschehen wirklich behauptet haben. Wir haben so eine hohe Vielfalt an Sportarten, vom Sportspielschießen angefangen bis zum Sportkegeln, Fußball natürlich, Tennis, Judo. Es ist wirklich alles mit dabei. Man kann als Sportfan und als Sportamtsleiter wirklich sehr, sehr stolz sein. In Leoben bekennt man
man sich also zum Sport, bietet für die unterschiedlichsten Sportarten die geeigneten Trainingsstätten und die Athleten, ja, die bedanken sich dafür mit Erfolgen. Bestes Beispiel Bambi-Killer Chris Raber. Er ist schon seit Jahren ein sportliches Aushängeschild der Stadt. Erst kürzlich konnte er seinen Weltmeistertitel im Wrestling erfolgreich verteidigen und nun folgt bei der Leobner Sportgala schon die nächste Auszeichnung. Es ist natürlich eine große Freude, wenn man sieht, dass die eigene Stadt und der Bürgermeister die sportliche Leistung wertschätzen kann. Und Leoben hat großartige Sportler. Es freut mich, ich werde immer wieder als Zugpferd und Aushängeschild der Stadt Leoben in Sachen Sport hingestellt. Das freut mich und ehrt mich sehr und motiviert mich auch, dass ich in Zukunft weiter die Welt bereise und Leoben vertrete. Weltmeister, Europameister, österreichische Meister und steirische Meister. Sie alle kommen aus Leoben und haben bei der diesjährigen Sportgala Leoben auch als Sportstadt alle Ehre gemacht. Fairness-Abkommen hin, Fairness-Abkommen her. Wenn's gegen Ende des Wahlkampfs ums Eingemachte geht, wird scharf geschossen. Auch für die ÖVP Bruck sind die Wahlkampfthemen jetzt ein wenig in den Hintergrund gerückt. Was zählt, ist die direkte Konfrontation. Ziel ist die absolute Mehrheit der SPÖ und damit der Mann an der Spitze. Seit der Regierungskommissar Strassecker als Bürgermeister im Amt war, diese 8 Monate, da hat er nichts gemacht. Aber erst seit es keinen Gemeinderat und keinen Stadtrat mehr gibt, in dieser Zeit, wo er von rechts wegen als Regierungskommissar der einzig Verantwortliche in der Stadt ist, diese Plattform nützt er jetzt für seinen Wahlkampf. Konkret kritisiert die ÖVP den Regierungskommissär, der ihrem Empfinden nach fast ausschließlich als Wahlkämpfer auftrete. Man müsste einfach in dieser Funktion deutliche Unterschiede setzen. Wann bin ich Regierungskommissär, wann trete ich überparteilich auf, wann bin ich Wahlkämpfer und wann bin ich SPÖ-Vorsitzender. Natürlich muss der SPÖ-Vorsitzende Wahlwerbung machen, aber das kann er nicht in seiner Funktion als Regierungskommissär. Moderate Zeltfeststimmung am Brucker Hauptplatz. Es gab Freigetränke und den blauen Messias. An die 400 Menschen waren aus der Region zusammengekommen, um HC Strache zu sehen. Und der ließ sich nicht lumpen. Er genoss das Bad unter Anhängern, ließ bereitwillig Selfies und Fotos machen und hatte ein paar aufmunternde Sätze für die kommende Gemeinderatswahl parat. Die Gemeinderatswahl ist eine wichtige Wahl im Vorfeld der steirischen Landtagswahl. Und ich bin davon überzeugt, dass die guten Mitstreiter, die wir haben, die Persönlichkeiten, die für die Bürger in der Gemeinde auch da sind, sicherstellen werden, dass in Zukunft da auch mehr weitergeht und dass wir auch die Chance haben, ein historisches Ergebnis auch einzufahren, schon bei der Gemeinderatswahl vielleicht sogar das Beste in der Geschichte der FPÖ auf Gemeinderatswahlebene. Ja, und damit diese Wünsche von HC Strache auch in Bruck erfüllt werden, hat sich Klettus Schranz an ein durchaus gewagtes Projekt gemacht. Er will, um geschätzte 6 Millionen Euro, eine Seilbahn auf dem Brucker Schlossberg bauen. Wir wollen, wenn die absolute Mehrheit der SPÖ fallen sollten, voll auf Tourismus setzen. Das heißt, wir wollen dem Schlossberg neues Leben einhauchen, damit wieder mehr Leute in die Stadt kommen. Wir könnten, es sind ja einige Gebäude frei in der Herzog-Ernst-Gasse, eine Standseilbahn bauen. Es sind ja letztlich nur 65 Meter zu überwinden. Wir könnten oben eine Panorama-Buschenschenke machen, dass man da herunterschauen kann auf die Stadt, mit einer Kindererlebniswelt und eine Tribüne, wo alle Veranstaltungen möglich sind. So Kostenschätzungen auch schon? Wir rechnen ungefähr mit 6 Millionen Euro. Die Veranstaltung lief friedlich ab. Die Fans waren unter sich. Einzig ein vor wenigen Tagen aufgetauchtes Plakat sorgt für ein wenig Verwirrung. Strache als Zugpferd für die Grünen? Also die Grünen leben förmlich quasi von mir und auch meinem Bild. Aber die Klawischnik fällt natürlich. Also ich hätte gern die männliche, bärtige Seite von der Frau Klawischnik gesehen, aber offenbar hat ihr da der Mut gefehlt. Bei der letzten Gemeinderatswahl kam er noch unerwartet aus der links-linken Ecke. Jürgen Klösch schaffte 2010 zur Überraschung aller, ihn selbst eingenommen, die Stimmenhürde für den Einzug in den Gemeinderat. Seither sind 5 Jahre vergangen und aus dem politischen Newcomer ist einer der KPÖ-Hoffnungsträger für die Obersteiermark geworden. Das klare Ziel ist natürlich der Wiedereinzug in den Gemeinderat und natürlich
stärker zu werden, Stimmen stärker zu werden und natürlich eine soziale Alternative zu sein in Bruck. In der Steiermark bereits seit dem KPÖ-Hero Ernest Kaltenecker Tradition, steht auch beim Einzelkämpfer Klösch die Wohnraumsicherung an oberster Stelle. Leistbares Wohnen ist jetzt nicht nur ein Thema, was im Wahlkampf aufgekommen ist von unserer Seite, sondern das war schon ein Thema im Gemeinderat. Es hat sich gezeigt, dass natürlich die Leute sich einfach, trotz dass sie arbeiten, sie einfach gewisse Dinge wie Wohnung und etc. einfach nicht mehr leisten können. Ja. Und wir wissen das ja, wir haben ja diese Miet- und Sozialberatung in Kapfenberg, die leider sehr gut in Anspruch genommen wird, muss man auch sagen, wo wir regelmäßig mit diesen Schicksalen konfrontiert werden. Bekannt wurde Klösch in letzter Zeit durch seine unumstößlich negative Haltung gegenüber der Fusion Bruck-Obereich. Echte Bedenken oder vielleicht doch politisches Kalkül, um im Stimmenteich der Fusionsgegner zu fischen? Ja, das könnte man mir natürlich unterstellen, aber man muss auch sagen, ganz ehrlich, ich habe auch damals bei Bruck-Kapfenberg schon bei den Fusionsgesprächen dagegen gestimmt und das hat nichts mit politischem Kalkül zu tun oder mit Populismus, sondern einfach um Inhalte. Es wurde keine Volksbefragung gemacht, obwohl in Oberach sogar das drinnen war, ja, und der Bürgermeister Weber das hinausgezögert hat. Und in Bruck haben sie es nicht einmal eingenommen und haben es mit einer Pseudo-Wahlkartenbefragung das gemacht. Also vor diesen Punkten habe ich schon damals gewarnt, das hätte ich gern und deswegen bin ich auch schon in diesen Gesprächen gewesen, weil sie nicht auf Augenhöhe basiert sind, nicht mit den Fraktionen und auch nicht mit den Gemeinden. Im Stadtmuseum Bruck gibt es am 16. März einen Vortrag zum Thema Frauenbilder. Die Philosophin Magister Dr. Hirn befasste sich dabei mit der Kultur der Minangkabau auf Sumatra, der größten matrilinearen Kultur der Welt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Anlässlich des St. Patrick's Day gibt es am 20. März in Kapfenberg die Irish Music Night. Im Papa Joe's, der Mokka Café Bar und im Illusion gibt es für Freunde von irischen Klängern ein buntes Programm. Beginn ist um 20.30 Uhr. Nach dem Start im Vorjahr findet die Brucker Music Night auch in diesem Jahr ihre Fortsetzung. Am 20. März gibt es in den Innenstadtlokalen wieder Live-Musik für jedermanns Geschmack. Beginn ist um 20 Uhr. Das Kindertheater Mappa oder Warum Eltern abends so lange aufbleiben, gastiert am 23. März im Spielraum Kapfenberg. Eine lustige Reise von Mama und Papa, voller Wünsche und Hindernisse für Kinder ab 4 Jahren. Los geht's um 16 Uhr. Am 26. März gibt es wieder ein Kammerkonzert im Spielraum Kapfenberg. Die drei MusikerInnen von Dice erkunden ein Terrain, auf dem sich neue Musik, altgenössische Musik und Tanz auf eine besondere Art vereinen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Porubski-Halle in Leoben soll sich in ein multifunktionelles Kreativ- und Veranstaltungszentrum verwandeln. Was sich in Zukunft dort so abspielt, wurde bei einem Besichtigungsevent gezeigt, bühnefrei für Kunst, Kultur und Musik. Derzeit befindet sich die Porubski-Halle in Leoben noch im Dornröschenschlaf. Im Rohzustand. Wie sich daraus ein multifunktionelles Kreativ- und Veranstaltungszentrum entwickeln soll, wurde nun der Bevölkerung mit einem Besichtigungsevent vor Augen geführt. Vor Augen deshalb, weil man nicht bloß eine leerstehende Halle gezeigt, sondern das alte Gemäuer schon jetzt zu neuem Leben erwachen hat lassen. Mit einem Auszug möglicher Nutzungsvarianten in der Porubski-Halle wurde den Besuchern eine Vielzahl an künftigen kreativen Entfaltungsmöglichkeiten präsentiert. Mit der Porubski-Halle bietet man den kreativen Köpfen Leobens nun langfristig eine Heimstätte und schafft somit Raum für Kunst, Kultur und Musik.
Es ist so, das möchte ich sehr lobend erwähnen, schon vor meiner Zeit durch das Kulturmanagement und andere kreative Köpfe im Sinne von Projektentwicklung schon die Jugend eingebunden wurde und dass es Kooperationen gibt mit unseren Schulen in Leoben und dadurch sind viele Ideen entstanden, schon über Jahre hinweg und die gelangen jetzt endlich zur Umsetzung. Dafür investiert die Stadtgemeinde rund 1 Million Euro. Los geht's mit der Umsetzung im Oktober diesen Jahres. Und wenngleich der Schwerpunkt 2015 noch bei der Planung und Entwicklung der Halle liegt, so wird dennoch bereits jetzt ein umfassendes Veranstaltungsprogramm geboten. Das haben sehr zwei Festivals schon sehr etabliert, das Coolies Out Festival und auch das Feel the Noise Festival. Also die werden auch heuer wieder stattfinden. Das Feel the Noise Festival unter einem anderen Namen, weil es in einem kleineren Rahmen stattfinden wird. Und wie gesagt, wir werden unser Jugendkulturprojekt hier weiterführen. Das heißt, wir haben ein Jugendkulturprogramm. Also können wir schon vorstellen dann. Es wird Clubbings geben. Wir werden auch im Bereich der Literaturfestivals machen. Und wir werden aber auch für die Erwachsenen etwas dabei haben. Unter dem Motto Summer Feeling wird es 3 Konzerte geben, eher im kleineren Rahmen. Das heißt, so mit ungefähr maximal 150 Personen. Und das ist erst der Anfang. Ist das Projekt Borupski-Halle erst einmal abgeschlossen, soll das Kreativ- und Veranstaltungszentrum die erste Adresse für Events jeder Art werden. Außerdem möchte man damit Unternehmen, Vereinen und Einzelpersonen, die im Kreativbereich tätig sind, eine ideale Heimstätte bieten. Leoben als kreativer Vorreiter in der Region. Das Wichtigste für einen Bürgermeister ist, das Ohr bei den Bürgerinnen und Bürgern zu haben. Dann wird man auch akzeptiert, dann wird man auch wertgeschätzt. Und für mich ist das auch eine Frage der Wertschätzung, weil ich will gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unsere Stadt gut in die Zukunft führen. Wenn man sich in seiner Aufgabe wohlfühlt und wenn man auch die Bestätigung aus der Bevölkerung bekommt, dann ist man natürlich auch mit ganzem Herzen dabei bei dieser wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe. Und ich hoffe, die Bürgerinnen und Bürger spüren das auch, dass ich ein Bürgermeister mit Herz und Verstand bin. Wir haben ein breites Angebot von engagierten Frauen und Männern, die gemeinsam mit mir bereit sind, die erfolgreiche Politik in der Stadt weiterzuführen. Ich möchte ein Bürgermeister sein, der die Stadt Bruck an der Mur zukunftsfit macht. Und hier gilt es wirklich, diese Aufbruchstimmung, die jetzt auch spürbar ist in der ganzen Stadt, auch auszubauen und zu nutzen, um hier entsprechende Projekte auch gemeinsam mit der Bevölkerung umzusetzen, um genau in diese Richtung zu kommen. Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Bürgernähe auch in Zukunft zu pflegen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass man gute Kommunalpolitik nur dann machen kann, wenn man die Wünsche, die Sorgen und die Anliegen der Bevölkerung auch wirklich kennt. Und das geht nur mit wirklich direktem Kontakt und mit möglichst viel Kontakt. Ich möchte mich für meine Heimatstadt und für die Menschen in unserer Stadt engagieren. Und das ist auch die wichtigste Aufgabe eines Bürgermeisters. Jetzt braucht es sinnvolle Veränderungen und neue Ideen, die das neue, größere Bruck an der Mur wieder wirtschaftlich stärker und attraktiver machen. Wir wollen die vorhandenen Konzepte und die vielen guten Vorschläge für die Belebung der Innenstadt, für erfolgreiche Betriebsansiedelungen und für ein modernes Stadtmarketing konsequent umsetzen. Keine Luftschlösser bauen, sondern konkret Verbesserungen erreichen. Welche Erwartungen an die Brucker Stadtpolitik haben Sie? Soll alles beim Alten bleiben? Mit einer absoluten Mehrheit einer Partei, die wieder alles alleine bestimmen kann? Oder wollen auch Sie mehr Offenheit für Ideen und gute Vorschläge, mehr Meinungsvielfalt im Gemeinderat und mehr Transparenz gegenüber dem Bürger? Sie haben es in der Hand, bei der Gemeinderatswahl die Kräfte in Bruck an der Mur neu und ausgewogen zu verteilen.
Es ist Zeit für eine neue Ära in der Stadtpolitik. Für frische Impulse mit neuen Personen. Für eine starke Brucker Volkspartei. Heute aktiv, morgen autark, so lautet das Motto der Klima- und Energiemodellregionen Österreichs. Mehr als 100 Städte und Gemeinden beteiligen sich an diesem Projekt. Der Innovationsraum Mürztal ist ein Teil dieser Erfolgsgeschichte zum Thema Klimaschutz. Klimaschutz betrifft uns alle. Die Region um Kapfenberg ist Teil der Klima- und Energiemodellregionen und erprobt somit die Energiezukunft Österreichs. Eine mutige Entscheidung in Richtung Energieunabhängigkeit. Die Gemeinden Kapfenberg, Paschluck, Marein, Frauenberg haben sich damals zusammengetan. Aber es gibt auch einige Projekte, die für mich eine Vorbildfunktion haben, weit über die Grenzen dieser Region hinaus. Das ist zum Beispiel, dass wir mit Böhler einen Kontrakt haben, eine Abwärme der Firma Böhler nicht beim Kamin hinausjagen, sondern hineinbringen in unser Fernwärmenetz. Und das ist von besonderer Bedeutung gewesen. Das machen uns auch andere Städte jetzt nach. Wir sind ganz stark im erneuerbaren Sektor im Bereich Photovoltaik und Solaranlagen. Und vor allem natürlich zählen wir schon seit Jahrzehnten die Wasserkraft zu unseren wichtigsten Energieträgern. Der Klimaschutzplan ist das sichtbare Zeichen einer zukunftsorientierten Klimapolitik. Es gibt derzeit in Österreich ca. 110 Klimaregionen für den Bereich Kapfenberg, inklusive dem Ortszentrum von Paschluck sowie der Gemeinde Marein mit dem Ortsteil von Frauenberg. Handelt es sich um eine Gesamtfläche von 111 Quadratkilometer und eine Einwohnerzahl von ca. 26.000 Einwohnern. Die Umstellung auf alternative Energien ist in allen Klima- und Energiemodellregionen bereits im Laufen und führt zu einem Umdenken in der Bevölkerung und zu vermehrter Nachfrage an erneuerbaren Energien. Also im Industriebereich ist es so, dass wir die Abwärme sehr intensiv nutzen. Im Wasserkraftbereich sind wir fast am Ende unserer Ausbaustufe. Ganz groß ist der Bereich noch im Bereich der Stromerzeugung mit Stromerzeugung mit Sonnenstrom, der Bereich der Photovoltaik sowie der Bereich der solaren Energie für die Warmwasserbereitung wie auch die Heizungsunterstützung. Neben dem Ziel, die Kraft der Sonne, des Windes, aber auch der Biomasse unserer Wälder und Felder nutzbringend und klimaschonend zu mobilisieren, geht es in den Klima- und Energiemodellregionen aber auch um Bewusstseinsbildung. Wir beginnen schon im Kindergarten mit Bewusstseinsbildung. Das heißt, wir versuchen mit den kleinen Kindern quasi die Eltern mitzuerziehen. Das heißt, wir gehen in die Kindergärten, in die Volksschulen, Hauptschulen bis hin auf zur Fachhochschule, die wir auch in Kapfenberg haben, und machen verschiedenste Projekte mit den Kindern. Also von Wasserkraft über erneuerbare Energien, Photovoltaik. Wir kommen in die Schulen, wir halten Vorträge, wir basteln mit den Kindern, wir arbeiten auch ganze Programme über Semester mit den Lehrern, dass wir eben quasi einmal wöchentlich in die Schulen kommen. Da machen wir sehr viel damit. Dadurch wird ein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt, bei dem lokale Wirtschaft, Politik und Bevölkerung gemeinsam an einem Strang ziehen und ein neues Identitätsbewusstsein in den Regionen geschaffen wird. Das Traumziel wäre, die Kommunen und Regionen energieautark zu machen. In unserem Heibe TV Rockblock präsentieren wir heute in gewohnter Weise Veranstaltungstipps und News zum Thema Musik. Im Feature trifft Niki Prepasser auf die bekannte Grazer Stoner Rock Band Witchrider. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder mal zu einer neuen Ausgabe unseres Highway TV Rockblocks. Wie gewohnt gibt's auch in dieser Sendung wieder jede Menge Musikinfos für euch. Unter anderem bei mir zu Gast die Band Witchrider. Mehr dazu dann später, denn zuallererst gibt's jetzt ein News-Update. Mit dabei Horst, Chaos Messerschmidt, Foo Fighters und viele mehr. Musik.
Du suchst für dich und deine Band noch einen coolen Proberaum? Im Jugendzentrum Spektrum in Leoben gibt es ab sofort einen voll eingerichteten Raum zu mieten. Informationen unter booking@jut-spektrum.at oder unter der Nummer 0676 8742 6907. Einige Bands aus der Region sind momentan fleißig im Studio. Die Jungs von Horst proben fleißig und laut ihrer Facebook-Page ist ein neues Liebeslied im Anmarsch. Auch bei den Leobnern von Chaos Messerschmidt tut sich einiges. Zwei brandneue Lieder, die das Leben schreibt, sind in Vorproduktion. Und Studio News, die dritte, Deprived Child, arbeitet auch fleißig an neuem Material. Wir sind gespannt. Nach einem gelungenen Konzertabend und dem ein oder anderen Bier gibt es oft die Frage, wie fährt man jetzt nach Hause? Dafür haben wir jetzt in der Region eine Lösung. Der Nachtbus fährt ab sofort immer samstags vom Semmering bis nach Trofeiach. Route und Fahrpläne findet ihr auf www.nachtbus.at. Zu den internationalen News. In einem Interview während des Soundwave Festivals in Australien hat Judas Priest Gitarrist Richie Faulkner ein neues Album in Aussicht gestellt. Laut Faulkner werden die Heavy Metal Legenden nach Beendigung der Tour mit Sicherheit wieder ins Studio gehen. Mal sehen, was in den Altrockern noch so drinsteckt. Neues Material gibt's auch von den Crossovern von Incubus. Sie präsentierten vor kurzem live bei Jimmy Kimmel den Song Absolution Calling und stellten auch gleich ihre neue EP Trust Fall als erste von zwei EPs vor. Sinn für Humor bewies Foo Fighters Frontman Dave Grohl. Ein Paparazzi knipste ihn mit einem Fuck Dave Grohl, Elvis is the King T-Shirt. Das T-Shirt ist eine Anspielung auf ein beliebtes Zitat von Grohl, Fuck Elvis and Keith Richards, Lemmy is the King of Rock'n'Roll. Respekt für die Selbstironie, Herr Grohl. Max Cavalera hat erst im Vorjahr mit seinen Bands Killer Be Killed und Cavalera Conspiracy ein neues Album veröffentlicht. Nun kündigt der Frontman auch ein neues Soulfly-Album für 2015 mit darauffolgender Tour an. Fleißig, fleißig, der Mann! Thema Eurovision Song Contest. Im Rockblock? Ihr hört richtig, Finnland schickt die Punkband Pertti Kurikka Niemipäivät ins Rennen. Das Besondere daran, die Band besteht aus Menschen mit Beeinträchtigung. Wir finden das top und wünschen den Jungs viel Erfolg. Metallica haben eine Wiederveröffentlichung ihres Demo-Tapes von No Life Till Leather angekündigt. Das Ding erschien ursprünglich 1982 auf Kassette und soll ab Sommer 2015 zum ersten Mal regulär auf CD und Vinyl erhältlich sein. Und auch neues Material steht an. Laut Lars Ulrich haben die Jungs 20 Songs geschrieben, mit denen sie demnächst ins Studio gehen. Was, wann, wo? Die Antwort darauf bekommt ihr in unserem Eventkalender. Also zückt schon mal Stift und Zettel, denn es gibt einiges zu notieren. Im Sub in Graz kommen Freunde von Indie und Akustikpunk auf ihre Kosten. Es steigt die Block You By Homecoming Soli Party mit Migre Le Digre, The Dead Notes, Cassandra Works, Chris Magerl und Jack Holmes. Infos gibt's auf subsubsub.at. Wer es eher härter mag, sollte am 21.03. das Jugendzentrum Bunte Fabrik in Kapfenberg besuchen. Die Veranstaltung nennt sich Metal Bash Against Racism. Spielen werden Kingdom of Giants aus den USA, Burning Down Alaska und Hyperion. Für die Punks unter euch ist der Club Vakuum in der Griesgasse in Graz am 21. März eine Option. Kitty Cat and the Ugly Heads, Reason for Coming und die Stoned Ponies rocken die Bühne. Beginn ist um 20 Uhr. Am 27. März gibt's im Explosiv in Graz Metal und Hard Rock aus Österreich. Experience, A Different Story und So Far From Home werden dem Publikum einheizen. Der Gig startet um 19.30 Uhr. Der SBH Band Contest ist am 28. März im Sublime in Aflenz zu Gast. Das Event startet um 19.30 Uhr. Weitere Infos findet ihr auf www.sublime.at. Chaos Over Brook. Beim Sepp im Eck wird wieder die Bühne gerockt. Hardcore-Punk mit Total Chaos und Tante Gerti stehen am 30. April auf dem Programm. Beginn ist um 21 Uhr. Und eine Vorschau auf den 1. Mai haben wir auch gleich. Die Kulturwerkstatt Podium veranstaltet wieder das City Rock am Kinoparkplatz in Kapfenberg. Mit dabei sind Kaiser Franz Josef, Blackout Problems, Thump, Reif und Contact High. Los geht das ganze Spektakel um 14 Uhr.
Achtung, Achtung! Fernseher, Computer, Handy oder über welches Teil auch immer ihr gerade unsere Sendung anschaut, auf jeden Fall Gerät ganz laut aufdrehen, zurücklehnen und genießen. Denn jetzt gibt's die Herrschaften von Rich Rider bei uns im Rockblock zu sehen und natürlich zu hören. Die Herren zu meiner Linken und Rechten, die lassen momentan hierzulande ordentlich was hören. Seit der Gründung 2012 eine EP veröffentlicht, ein Album veröffentlicht, zwei Musikvideos gedreht, auch veröffentlicht natürlich, einige Gigs im In- und Ausland und bei einem grandiosen Label unter Vertrag. Und das wirklich seit der Gründung 2012. Was war so ein bisschen eure Erfolgsformel, euer Erfolgsrezept? Wie habt ihr das gemacht? Erfolgsformel haben wir nicht wirklich eine gehabt, würde ich sagen. Wir haben irgendwie versucht, die Musik, die wir gerne machen und machen wollen, so rüberzubringen, wie sie halt haben wollen. Und das ist anscheinend gut angekommen. Mehr weiß ich eigentlich nicht dazu, ehrlich gesagt. Ihr habt es geschafft, dass Truckfighters auf euch aufmerksam geworden sind. Wie ist das dann verstatten gegangen, dass dann wirklich bei diesem Label auch von Ihnen unter Vertrag genommen worden seid? Das ist eigentlich über Social Networks, über das Internet passiert, das Ganze. Wir haben unser EP damals auf Bandcamp gestellt und das ist dann irgendwie über Bekannte von Bekannten ist das verbreitet worden im Internet und der Niklas eben von Truckfighters ist dann darauf aufmerksam worden. Hat uns dann einmal angeschrieben, dass ihm das taugt, was auch sehr spannend war, weil wir ein paar Monate davor noch beim Konzert von ihm waren. Und auf einmal kriegen wir eine E-Mail von ihm, dass ihm unsere Musik taugt. Ja, und dann haben wir uns einmal in Linz getroffen, wo sie gespielt haben, der Capo, glaube ich, und das Ganze besprochen. Und dann hat sie es noch über Monate hingezogen und dann haben wir schon unterschrieben gehabt. Ihr habt das Album im Oktober vergangenen Jahres veröffentlicht. Was habt ihr denn musikalisch draufgepackt? Ja, also generell würde man wahrscheinlich sagen Stoner Rock, also das allgemeine Begriff. Es sind aber auch Einflüsse vom Grunge drin auf jeden Fall, vom englischen New Wave, sowie The Cure und solche Sachen. Und ich glaube einfach für jeden so die persönlichen Anliegen, die man reinbringen wollte musikalisch in das Projekt. Was steht da noch so bei euch am Programm? Also in nächster Zukunft werden wir auf jeden Fall mit einem neuen Video kommen. Zu welcher Single bleibt jetzt noch geheim? Es gibt auch neue Ideen, an denen wir dann zum Arbeiten anfangen werden, aber vermutlich erst gegen Sommer oder so. Was ich so auf Facebook vernommen habe, kommen wir heute in den Genuss, ein Akustikset von euch zu hören, von einem Song, den ihr noch nie live gespielt habt, sozusagen eine Premiere im Highway TV Rockblock. Welchen Song bekommen wir da zu hören heute? The Cabin. The Cabin gibt's jetzt. Viel Spaß. I found his cabin in the cold woods. Thank you.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, der Rockblock ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und Baba. Das war Highway TV für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, wieder am 19. März. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.